Hallo Han Münden, willkommen im Kapitolkino. Es war halt ein ganz kleines Team und das war richtig familiär in der Zeit. Und es war wirklich so richtig Rock'n'Roll eigentlich, weil wir von morgens bis abends irgendwie Location wechseln und irgendwie ganz viel gemacht haben. Ja, das war richtig cool. Und was ich besonders schön fand, sind diese ganzen kleinen Gassen und diese alten Häuser. Es ist wirklich malerisch. Diese beschauliche Stadt Han Münden, die ich vorher auch nicht kannte, wenn man da durchläuft, denkt man, meine Güte, das ist eine Idylle hier. Und in dem Film gab es ein paar Mal Einstellungen, so die Gassen lang, über die Dächer geschaut. Habe ich gedacht, in diesem Teaser hat sie was Bedrohliches und sie ist eigentlich der Hauptdarsteller. Jeder, der das erste Mal herkommt, und ich habe es ja heute wieder gehört, sagt, auch das hätte ich ja nie erwartet, das ist so schön hier. Also ich glaube, es ist eine versteckte Perle, die wir hier haben und die muss noch wachgeküsst werden. Und da hilft so ein Film natürlich total. Und ich möchte nochmal vor allen Mündern und dem ganzen Team, nämlich Jakob, danken für die Chance, die du der Stadt gibst. Also ich war total geflasht, als es dann fertig war. Ne? Da habe ich gedacht, mein Gott, also das hat mir nicht ansatzweise so erwartet. Ne? Definitiv nicht, weil die Jungs sind einfach super toll und wir wussten ja, dass sie was drauf haben. Und dann, dass wir das sehen und das dabei produziert wird, das war einfach Wahnsinn. Das war einfach wirklich cool. Wir kennen Jakob, haben wir auch schon ja mit ihm zusammengearbeitet und wissen, dass er wirklich fantastische Filme schneiden und produzieren kann. Und deswegen haben wir auch vollstes Vertrauen in ihm, dass der Krimi auch richtig klasse wird. Und auch heute der Teaser hat schon mal die meisten Tatorte locker geschlagen. Der Teaser war der Hammer, war der Burner, muss ich sagen. Es war durchgehend spannend, aufregend. Von den Bildern her, von dieser ganzen Anspannung her, war es einfach nur klasse. Ich bin froh, dass wir das so jetzt heute präsentiert haben. Und dass es, also zumindest glaube ich das zu wissen, den meisten gefallen hat. Und dass viele Leute aus Han Münden so den Gedanken haben quasi tatsächlich, dass so ein Film aus Han Münden, so ein Krimi, sehr gut weit über die Grenzen hinaus funktionieren kann. Also mit dem Han Münden Krimi präsentiert sich die Filmlandschaft Südniedersachsen, die wir vertreten, auf jeden Fall in einem sehr, sehr guten Licht. Und wir hoffen, dass es nicht nur bei dem Teaser bleibt, sondern dass wir natürlich die kompletten 90 Minuten dann auch bald sehen dürfen. Und dass Han Münden endlich die Bekanntheit bekommt, die es verdient. Wenn man das mit den Leuten guckt, das ist was komplett anderes, als wenn man das im dunklen Schnittraum oder auch zu Hause auf dem Sofa guckt und so. Deswegen ist das Kino auch immer noch das, was Film ausmacht. Wir sind total geflasht, wir sind richtig glücklich, dass wir dabei sein dürfen und wir freuen uns eigentlich, mit ihm hier zu feiern und ich denke, das wird ein Erfolg. Udo Schenk hat das richtig gesagt und auch treffend gesagt, der Hauptdarsteller war eigentlich die Stadt, weil es wurde so gut in Szene gesetzt. Das ist das, was unterm Strich eigentlich bei mir am meisten hängen bleibt, die Qualität der Bilder und auch wie es aufgezogen wurde. Super spannend. Viele Handlungsstränge der Akteure, auch super Schauspieler, muss man auch sagen, war schon sehr überzeugend. Je mehr Leute das mögen, je mehr Leute darauf eine Reaktion zeigen, je mehr Leute sich darauf freuen und das Projekt irgendwie begleiten möchten, desto mehr ist es natürlich für uns auch eine Motivation, das zu machen. Ich hoffe, dass wir das weiterhin so machen können und dass wir noch mehr Unterstützung bekommen. Und wie ich immer sage, die Krimi-Familie muss deutlich größer werden. Das macht Lust auf mehr, oder? Habt ihr Lust auf mehr?